Mein Name ist Marcel Pritsch und ich bin der Bürgermeister der Großgemeinde Borken. Ich möchte Ihnen in ein paar Sätzen sagen, was ich in meiner ersten Amtszeit für Sie, für uns hier in der Großgemeinde gemacht habe und wo die zukünftigen Aufgaben liegen. Die größte Herausforderung war die Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darauf folgenden Jahresabschlüsse. Als ich in das Amt gekommen bin, waren wir Schlusslicht in Hessen und heute liegen wir ganz vorne im Schwalm-Eder-Kreis und sind heute in der Lage, genehmigungsfähige Haushalte vorzulegen. Das erleichtert uns das Verwaltungshandeln enorm. Eine zweite Baustelle war unser Bauhof. Der Landesrechnungshof hat uns bescheinigt, dass viele unserer Fahrzeuge in desolatem Zustand sind, nicht mehr eingesetzt werden durften, die Arbeitsschutzrichtlinien nicht eingehalten werden konnten. Wir haben viel in unserem Bauhof investiert, um für Sie, für uns, die Großgemeinde, ja, auch schön pflegen zu können, zum Beispiel bei den Grünanlagen. Unsere Spielplätze haben wir überprüfen lassen. Endlich und Gott sei Dank ist bis dahin nichts passiert. Viele der Spielgeräte waren in so einem so schlechten Zustand, dass ich sie abbauen musste. Ich musste sogar einen Spielplatz sperren, komplett sperren. Aber wir haben 250.000 Euro investiert in die Spielgeräte, in die öffentlichen Spielplätze und auch die Spielplätze der Kinderbetreuungseinrichtungen, damit sie zumindest wieder diesen Standard haben und die ihnen sicher zur Verfügung stehen. Ja, wir haben ein Kinderbetreuungsprojekt, Jugendbeteiligungsprojekt durchgeführt. Das war sehr wichtig für uns, weil wir wollten hören und sehen, was die Jugendlichen sich für sich und auch unsere Großgemeinde wünschen. Rausgekommen ist, sie möchten gerne einen Unterstand haben oder auch einen Jugendraum. Wir werden dies mit Beteiligung der Jugendlichen jetzt in die Umsetzung bringen. Eine weitere große Baustelle waren unsere Kinderbetreuungsplätze. Sie wissen, hier in der Großgemeinde haben wir sehr viele Einrichtungen. Viele von denen waren in einem sanierungswürdigen Zustand, einfach in einem desolaten Zustand. Wir haben in Großen Engles und in der Krausgasse jede Menge Geld investiert, auch mit Hilfe von Unterstützung von Fördermitteln. Und wir werden in Klein Engles eine altersübergreifende sechsgruppige Einrichtung bauen mit einem Bauvolumen von 4,3 Millionen Euro. Und das ist das Ergebnis einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung, die es in meiner Amtszeit das erste Mal für und in der Großgemeinde gegeben hat. Mithilfe des kommunalen Investitionsprogrammes, anderen Förderprogrammen auch noch, haben wir es dahin bekommen, über 6 Millionen Euro bislang schon investiert zu haben, beziehungsweise in der Zukunft noch zu investieren, bei einem ganz geringen Eigenanteil von ca. 10-15%, je nach Fördermittelgeber. Ja, was liegt jetzt noch vor uns? Wir wollen unsere Innenstadt beleben, mit Leben füllen. Sie haben sicherlich in der Presse gesehen, ich habe mich für ein Förderprogramm beworben, Zukunft Innenstadt, für das ich hoffentlich die Zusage, den positiven Förderbescheid bald bekommen werde, sodass wir dann eben auch unsere Innenstadt mit neuen Möglichkeiten wieder beleben können. Sie haben sicherlich auch schon in der Presse erfahren, dass ich zwei Häuser in unser Eigentum bringen will in der Bahnhofstraße. Und dort sind wir jetzt so weit, dass der Rückbau stattfinden kann, um eben dort auch eine bessere Umfeldverbesserung hinzubekommen. Genauso wie wir den Letzing-Parkplatz erneuert haben in der oberen Bahnhofstraße, haben wir auch den Rathausparkplatz erneuert. Das Rathausdach ist erneuert worden. Aber wir haben auch in viele Dorfgemeinschaftshäuser investiert, weil das war mir besonders wichtig, dass diese Treffpunkte in den Orten nicht nur erhalten bleiben, sondern eben auch vernünftig, in einem vernünftigen Bauzustand sind. Unsere tollen Ortsbeiräte haben auch viel dazu beigetragen. Mit dem Ortsbeiratsbudget hatten sie das erste Mal Möglichkeiten, auch Mittel zur freien Verwendung einzusetzen. Einen herzlichen Dank für Ihr Engagement für unsere Großgemeinde. Für die Zukunft ist ein Schwerpunkt für mich, Baumöglichkeiten zu schaffen. Entweder in den Ortskernen, in der Peripherie, das heißt mit Neubaumöglichkeiten oder eben Baulücken zu schließen. Und damit, dafür haben wir das Projekt Siedlungsmanagement mit der LIDA-Region Schwalmaue durchgeführt. Und Sie werden sehen, alleine aus den Ergebnissen wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten sich sicherlich viel ergeben, um unsere Großgemeinde eben auch zukünftig für unsere jungen Menschen, für Menschen, die hierher ziehen wollen, attraktiv zu machen, Baumöglichkeiten zu schaffen. Ja, das nächste Themenfeld wird noch sein, wie kriegen wir unser Glasfaser bis ins Gebäude? Auch da führe ich bereits Gespräche. Wir werden bis Ende des Jahres da sicherlich einen guten Schritt weiter sein. Wir wollen ein Hallenbad bauen.
mit einem Investitionsvolumen von ca. 15 Millionen Euro. Die Hälfte davon wird vom Schwalm-Eder-Kreis getragen. Und ich glaube, da gibt es noch viele, viele Themenfelder, die wir abarbeiten müssen. Und eins kann ich Ihnen sagen, ich hätte mir gewünscht, dass unsere Großgemeinde in 2015 in so einem Zustand gewesen wäre, wie sie heute dasteht. Ich hoffe auf Ihr Vertrauen für meine zweite Amtszeit. Vielen Dank.